Hallo, ihr Lieben da draußen. Herzlich willkommen im Sommer. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Morgen gibt es Sonnenschein und so ein toller Tag wird. Ein neutraler Tag. Willkommen. Der Sommer ist da, zusammen mit einer Menge neuen Pflanzen zum Pflanzen, wie zum Beispiel Hopfen. Die Ranken brauchen eine Weile, aber wenn sie erst einmal ausgewachsen sind, kann man sie jeden Tag ernten. Voll gut, ne? So, und dann können wir köstliches Bier machen. Oh, hoppala. Oh, eine uralte Frucht. Hallo Kira, ich habe gute Nachrichten für dich. Vor ein paar Tagen hatte ich einen Durchbruch in meinen Forschungen über die hiesige Flora und Fauna. Ich erspare dir die langweiligen Details. Du hast eine Höhle und ich will, ja, coole Sachen damit machen. Du kannst entweder Frucht, Fledermäuse haben oder Pilze. Was hättest du lieber? Pilze! Oh scheiße, eigentlich hätte ich die Frucht fliehen, wenn wir ins erste Jahr kommen wollen. Ach shit. Ach Mist, das war jetzt nicht gut. Wir hätten nämlich... Oh je. Wir müssen mal gucken, dass wir die Herbstbäume eigentlich noch irgendwie bekommen, sonst schaffen wir das nicht. Trüffelöl, Ziegenkäse, Käse, Honig. Also das kriegen wir. 1, 2, 3... vielleicht 4. Oh, shit. Naja, das war jetzt nicht so. Also kann passieren, dass wir es doch nicht mehr schaffen. So. Alles klar. So, erste Amtshandlung. Genial. Schon mal 775. Woohoo. Erste Amtshandlung. Wir können hier nämlich das da machen und das da machen. Ne? So, dann machen wir die hier nämlich weg. Und die hier auch. Und die hier sowieso. So. Okay. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir es schaffen, jetzt dann im Sommer ich glaube nicht, ne? Ich habe gerade überlegt, weil wir hier eventuell Sprinkler heißen sie. Hinbekommen, aber ich glaube, das packen wir nicht. Ich glaube, das wird nichts. Also diesmal möchte ich eine Reihe länger machen, damit wir dann immer genau das gleiche haben. So, warte mal, wir brauchen nochmal die Axt. Die müssen wir hier mal wegmachen. So, theoretisch müssten das ja jetzt 3 sein, ne? Jetzt gucken wir mal. 1, 2, 3. Perfekt. Genau, dann lassen wir das nämlich so. Ich glaube, das müsste mit der reichen. Ich gucke trotzdem. Ja, ich würde sagen, wir machen das aber trotzdem ein bisschen weiter runter. Dann ist es leichter. So. Und dann gucken wir einfach mal. Wir lassen das jetzt, glaube ich, schon noch mal ein bisschen wild. So. Ups, das war nicht so geplant. Hoppala. Aber wir können ja noch mal eins weiter rausgehen und dann gucken wir mal. Gießen tue ich jetzt dann aber tatsächlich erst, wenn ich eingepflanzt habe, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich genug Geld habe, um so viele Sachen zu kaufen. Ich glaube, es ist relativ knapp. Von daher. So. Cool. Dann nehmen wir uns die nächsten Blumenkohl. Tja, genau. Gut, und dann schauen wir mal, ne? Dann gehen wir mal gucken. Wir brauchen vorher noch, hier können wir das da lassen, das lassen wir auch da. Ich glaube, das, genau, 9 Tage. Das auch und das auch. Und, ach, das ist ein okay. Achso, warte. Und die? Ja. Okay. Gut, dann fangen wir an. Also, einen Rotkohl können wir hierhin machen. Die Sternfrucht können wir hierhin machen. Und die gemischten Saaten, die machen wir hierhin. Ne, weil das ist ja Weizen und Peperoni. Wow, toll.
Was ist das? Mais. Radieschen. Ich bin nicht besonders zufrieden mit der Ausbeute. Eieiei, wie habe ich noch 4? Okay. Was ist das? Peperoni. Radieschen. Mais. Wow. Ja. Wir heben das eine mal auf. So, dann gehen wir hier lang. Weil ich hätte gern, also 9 Stück will ich mir auf alle Fälle nochmal kaufen. Ja, einfach in der Hoffnung, dass wir vielleicht so einen riesen, so eine Riesenmelone bekommen. Ne? Wir haben ja schließlich auch schon einen riesen Blumenkohl gehabt. Vielleicht haben wir ja tatsächlich Glück. Wäre richtig gut, ne? So. Dann hier unten. Gott. Na dann, schauen wir mal, ne? Stück für Stück. Wir gehen mal oben rum. Ja, vielleicht können wir ja schon das erste Zeug finden. Ach, stimmt. Ich habe gerade überlegt, ob ich es einfach liegen lasse. Das Problem ist bloß an der ganzen Sache, dann es wartet ja darauf, weißt du, dass wir es mitnehmen, damit es dann wieder laufen kann. Ne? Jetzt dauert es wieder 181 Stunden. Und wenn man das nicht wartet, dann ist halt blöd. Wenn man das halt nicht erntet, dann steht die Zeit halt still. Wäre halt ärgerlich, ne? Jo, Weintraube haben wir schon gefunden. Coole Sache. Da ist noch so eine Spicy-Beere. Gewürzbeere. Wenn wir jetzt das andere Ding noch finden, ne? Dann mache ich einen Jubelschrei, ey. So. Okay. Schön, der Sommer ist da. Guten Tag, du willst nicht mit mir reden? Okay. Ich weiß gar nicht, was ist die letzte... Ah, tatsächlich, guck dir das an. Hey, pass auf, dann können wir doch hier schon mal reingehen, weil dann können wir uns das schon mal mitnehmen. Oh, stimmt. Bisschen staubig ist mir heute, ne? Wir haben heute ganz viel aufgeräumt und sowas, ne? Und tatsächlich ist heute so ein bisschen... So, hier bin ich auf alle Fälle in der falschen Abteilung. Ich muss hier runter. Also Sommer. Cool, tatsächlich, ne? Großartig. Und dann kriegen wir 30 davon. Das heißt, wir können damit dann auch auffüllen. So, dann haben wir doch hier eins mitgenommen. Das ist super. Mhm. Genau, dann haben wir da auf alle Fälle schon mal das nächste. Ah, jetzt kommt das dann. Das ist auch gut. Gucken wir gleich mal. Kann sein, dass wir das nämlich auch noch hier brauchen. Nee. Ah, guck, hier brauchen wir die Enten wieder. Weil hier brauchen wir alle 6 Sachen. Und hier brauchen wir auch den Rotkohl. Und ich glaube tatsächlich, dass das echt gar nicht so einfach ist. Hier, das wird auch richtig schwer, glaube ich. Also da bin ich mal gespannt, ob wir das wirklich schaffen. Mal gucken. Ah, hier brauchen wir ihn. Genau, dann haben wir das nämlich auch gleich. Genau, da kann man dann auch schon machen. Ja, das wird schon. Ne, wir kriegen das schon alles hin. Ich habe zwar noch keine Ahnung wie und ich mache mir ein bisschen Gedanken, ob wir das wirklich schaffen, aber hey, positiv denken. So. Dann gehen wir mal zum Pierre und kaufen einen Schleimjäger. 8 Frostgelees. Coole Sache. Kriegen wir morgen auf alle Fälle hin. So, die verkaufen wir. Die können wir auch verkaufen. Und die verkaufen wir natürlich auch. Ja. Oh, am liebsten, ne, hätte ich halt einen von den Bäumen, den bräuchten. Das ist ein trägt Frühling. Trägt Frühling, Sommer. Genau, Apfel. Und Granatapfel. Oh, aber das ist halt echt viel Geld, ne? Naja, andermal. Also, Hopfen will ich auf alle Fälle mitnehmen. Und zwar... Ja, komm, wir nehmen erstmal nur 3 mit. Brauche ich wirklich Sonnenblumen? Ich weiß es nicht. Mais haben wir jetzt ein bisschen was. Ah, Sommerschmuck würde ich eigentlich auch gern mitnehmen, aber ich würde vorher gerne 9 davon mitnehmen. Ach, guck mal, wir können nochmal 9.
Und ich glaube, wir können nochmal 9. Dann haben wir so einen Viereck, weißt du? So, Tomaten würde ich gern auch 3 mitnehmen. Kriegen wir 30 zusammen? Blaubeeren sind halt. Ja, kriegen wir. So. Pepperoni würde ich nochmal 3 Stück mitnehmen. Weizen nehmen wir 10 Stück mit. Guck mal, da haben wir dann einfach immer ein bisschen. 6 Radieschen nehmen wir nochmal mit. Mohn ist halt teuer, ne? Dann nehme ich bloß 3 mit. Sommerschmuck nehme ich bloß 3 mit. Okay. Dann können wir eigentlich nochmal 3 Hopfen mitnehmen. Das ist in Ordnung. So, Mais habe ich, glaube ich, so ein bisschen was. Das müsste eigentlich passen. Saftblumen sind mir zu teuer. Ich würde jetzt tatsächlich mal so ein bisschen anfangen und mal gucken, ne? Ich meine, es bringt mir auch nichts, wenn ich jetzt ewig damit beschäftigt bin, alles einzupflanzen. Und komme zu nichts anderes mehr, weil ich mit dem Gießen kaum hinterherkomme. Ich meine, wir müssen auch so ein bisschen andere Sachen noch machen. Ne, und ja, Anker, was? Oh, schön. Ich weiß gar nicht, ob die nicht noch ist, die noch fehlt. Kann schon sein, ne? Ist das die noch fehlt? Kann das sein? Ne, die fehlt nicht mehr. Okay, na gut. Macht nix. So. Mal, da ist noch eine Koralle. Inventar ist voll. Oh, ernsthaft. So. Passt. Ja, gut, dann können wir jetzt erstmal zurückgehen, weil wenn das Inventar eh voll ist, dann bringt es ja auch nichts, ne, wenn wir jetzt dann irgendwo durch die Gegend latschen und das Zeug nicht bekommen. Wobei, wir könnten den Anker auf alle Fälle zurückbringen. Und im Notfall können wir das Gras auch noch wegschmeißen. Hätte ja sein können. Was? Ach, ich hab den Anker schon. Echt? Ach, krass. Okay. Na gut. Damit habe ich nicht gerechnet. Irgendwie wieder nicht aufgepasst. Ja, egal. Jo. Pieps, pieps. Schnell, schnell. Nee, wir gehen jetzt erst oben rum, ne? Wir müssen es erst einpflanzen und dann gucken wir weiter. Machen wir erst. Teste alles. Gibt's hier denn. Oh, da ist eine. Und da ist auch eine. Okay, dürfen wir nicht vergessen. Aber das merken wir uns schon. Pass mal auf, dann schmeißen wir doch das und das und das gleich mal da rein. Und die da auch. Ja. Und dann holen wir uns doch direkt die Dinger wieder. So. Gut. Also, pass auf, wir fangen an mit dem hier. Ja, weil ich einfach will, dass das direkt nebeneinander ist. So, jetzt müssen wir hier eine Reihe noch. Perfekt. So, 30. 3, 6, 1, 2, 9, 10, 11, 12. 12, 24, 36, 2 weniger. Okay, also können wir das hier eigentlich komplett mit den Blaubeeren voll machen. Sich ganz gut, glaube ich, weil nämlich wir den Hopfen hier haben. Und das ist ja so ein. Genau. So, an den Ranken, und da kommt man ja nicht hin. Perfekt. So, dann will ich auf alle Fälle. Ich hätte das mal vorher machen sollen mit dem. Naja. Die Tomaten. Die Pepperoni. Dann machen wir hier ein bisschen was hin. Ja, jetzt sind wir eigentlich voll, ne? Aber wir gucken gleich mal.
Wir werden dann halt noch mal ein bisschen erweitern müssen. Aber ich würde schon gern alles so ein Stück weit auch anpflanzen. Also auch das andere Zeug. Hier diese Sommersaaten. Ja, müssen wir mal gucken. Wir haben ja Gott sei Dank genügend Beeren gefunden, dass wir energietechnisch keine Probleme bekommen sollten. Ah, schau, es ist schon praktisch, ne? Wenn man sich die Zeit nimmt und so viele Beeren sammelt. Ist schon gut. So. Jetzt tauschen wir einmal und gehen auf die andere Seite. Ich könnte versuchen, dass vielleicht wir das Geschwindwachszeugs... Kann man das nicht? Ja, das kann man nämlich noch dazwischen machen, siehst du? Jetzt macht man das halt da, wo man es eh braucht. Mais. 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 So. Ne? Entschuldigung. Na dann, machen wir hier unten noch. Eins, zwei, drei. Ja, dann haben wir hier nochmal. Eins, zwei, drei. Dann machen wir hier noch eins, zwei, drei. Passt sowieso ganz gut. Da können wir hier nochmal Weizen machen. Und dann machen wir hier... Ups. Dann machen wir hier nämlich nochmal die hin. So. So, genau. Jetzt haben wir es gleich, ne? Ja, das ist immer der erste Tag in der neuen Jahreszeit. Das braucht einfach immer wahnsinnig viel Zeit, weil du ja alles noch machen musst, ne? Es bringt halt nichts, so viel Zeit zu investieren, wenn du... Also Zeit investieren im Sinne von hier, ne? Wenn du sagst, okay, am letzten Tag vom Frühling, hier mache ich alle Beete schon fertig oder was. Wenn du Pech hast, ist alles weg, ne? Und deswegen, ja, geht es halt nicht so. Deswegen muss man am ersten Tag der neuen Jahreszeit immer ein bisschen investieren. So. So, dann haben wir jetzt noch von den Sachen ein bisschen was. Wasser haben wir kein. Das müssen wir uns jetzt erstmal besorgen gehen. Aber dann haben wir jetzt erstmal, ja, so ein Stück weit den ersten Tag rumgebracht. Richtig cool. Freue ich mich riesig drüber, ne? Richtig schön. Ich glaube schon, dass wir noch ordentlich zu tun haben. Aber, ups, das war das Falsche. Aber es passt erstmal. Also wirklich, ist gut. Genau, morgen ist Dienstag. Morgen haben die dann die Mädels dann immer dieses Training. Wir könnten uns nämlich, glaube ich, tatsächlich den Hühnerstall schon leisten. Futter hätten wir ja da. Dann würde ich nämlich tatsächlich mal gucken, dass wir anfangen, darüber nachzudenken, vielleicht dann doch schon mal den Hühnerstall bauen zu lassen. Ich glaube tatsächlich, dass das gar keine so schlechte Idee ist. So. Gut. Gucken wir mal hier noch rein. Da ist noch nichts los. Genau, das muss noch arbeiten. Gut, okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt nicht noch unnötig Zeit. Ich räume hier oben noch ein bisschen frei, aber ansonsten war das doch ein eigentlich ganz cooler, erfolgreicher erster Sommertag, finde ich. Weil wir doch eine ganze Menge geschafft haben. Also, ist schon cool. So, okay.
Na gut, ihr Lieben, dann soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich so sehr, dass ihr wieder mit dabei wart. Habt noch einen schönen Sonntagabend und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.